Tja. Ein benutztes Taschentuch. Igitt. Ein benutztes Taschentuch aus Stoff. Hoffentlich brauche ich es nicht und kann es bald wieder wegwerfen. Und nun? Tun Sie vielleicht irgendwas? Braucht er vielleicht ein Tuch? Nein, das wird... Ja. Hier vielleicht. Zu, aber ich will da auch gar nicht wieder rein. Können wir hier nochmal rein? Hier waren wir eben. Der Typ ist jetzt weg, aber dafür ist die Tür jetzt verschlossen. Es soll wohl nicht sein. Die Tür können wir auch nicht öffnen. Und da mal rein. Nein, geht nicht. Und auf dem kleinen Schild hier steht auch warum. Wegen Umbauarbeiten ist die 23 bis auf weiteres außer Betrieb. Nicht schlimm. Ich habe ja noch meine 24. Ja. Können wir sonst noch wohin? Okay, hast du eine Idee? Ich bin's wieder. Hey, Faye. Ja, der weiß nichts. Bis später. Jojo. Jetzt beim Funker mal melden. Ja. Ich muss los. Bis dann. Ja, also. Ah, okay, da kommen wir jetzt lang. Wenn ich den Saboteur finden will, dann muss ich zum Arbeiterbereich. Na, hoffentlich ist der Weg dorthin ausgeschildert. Oh, da kommen wir jetzt rüber. Sehr schön. Oha. Schweißabspielgerät. Da geht's hoch. Filterkammer. Wir reden mal mit dem Schweißer. Ihr wisst Bescheid, was das Wichtigste am Schweißen. Die Präsentation findet im Wohnbereich statt. Was? Die Präsentation. Sie gehören doch zu diesem Investorentrupp, oder? Nein. Die Präsentation ist auch schon lange vorbei. Ja? Oh, wie die Zeit verfliegt. Was machst du da? Arbeiten. Und was? Ich bin Schweißer. Ich schweiße. Ich sehe dich gar nicht schweißen. Okay, gut. Momentan mache ich gar nichts. Aber das heißt nicht, dass ich faul bin. Im Gegenteil, ich bin ein sehr lustvoller Mensch. Für mich ist Lust eine fruchtbare Erde, auf der jede gute Arbeit gedeihen muss. Leider habe ich gerade nur keine Lust. Warum hast du keine Lust zu arbeiten? Es hat viel mit Atmosphäre zu tun, mit produktivem Montag oder was? Wenn ich etwas erschaffen will, dann muss ich von einem inneren Drang erfüllt sein. Ich muss Energie im Raum spüren, die Lust am Machen. Und die spürst du jetzt nicht? Nein, gerade spüre ich etwas ganz anderes. Ich spüre Melancholie, verregnete Straßen, gebrochene Herzen im Neonlicht. Oh je, das klingt ja gar nicht gut. Aber so ist nun mal das Leben. Das ist bestimmt der Lieblingsarbeiter vom Chef. Das ist... Ich brauche die Lust zum Arbeiten. Erst dann kann ich mich dann in die Arbeit setzen. Bestimmt der Lieblingsarbeiter. Mitarbeiter des Monats. Und wann hast du wieder Lust zu arbeiten?
Was heißt hier wann? Das kann man doch nicht einfach so planen oder zwingen. Man muss warten, bis das Umfeld stimmt, das Klima, der kreative Geist im Raum. Und woher soll der kommen? Wenn ich das wüsste, würde ich dann hier noch stehen. Definitiv Mitarbeiter des Monats. Sag mal, warst du vorhin in der Nähe vom Heliport? Ach, verdammt. Was ist? Ich hatte für einen kurzen Moment Lust zu arbeiten, aber du hast alles wieder kaputt gemacht. Beunruhigt dich meine Frage? Nein, kein bisschen. Ich war heute den ganzen Tag. Der Vorarbeiter kann das bestätigen. Er hat mich hier schließlich angeklebt. Frohes Schaffen noch. Ja, ja, alles zu seiner Zeit. Tja. Da kommt diese seltsame Musik heraus. Hat man so etwas im 20. Jahrhundert gehört? Falsch. Diese Musik ist zeitlos. Hey, anlassen. Ich kann ohne Musik nicht arbeiten. Aber du arbeitest doch gar nicht. Ich könnte aber jeden Moment beginnen. Tja. Montags und freitags vorm Feierabend geht's mir auch immer so. In der Kammer schwimmt etwas. Ich kann aber nicht genau erkennen, was. Man kennt's. Jeden Montag. Freitag kurz vorm Wochenende. Bin ich genau der. Okay. Achso, hier ist der Vorarbeiter drin. Der findet den Arbeiter dort unten bestimmt ganz toll. Nein, nicht noch mehr Werkzeug. Ich habe die Nase voll von Reparaturen. Er bezahlt ihn bestimmt ganz gern durchs, ja, fürs Umsetzen. Er ist leer. Dann müssen die Maschinen heute wohl ohne mich auskommen. Ja, dann müssen die... So, die Ablage können wir nicht... Stärke. Spinde durchsuchen. Wie unsere Kleiderschränke daheim. Verschlossen. 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 Na dann. Hallöchen. Padim, padim. Er sieht zufrieden aus. Guten Tag. Hallo, ich habe eine dringende Frage zu einem der Arbeiter. Fragen Sie. Warum arbeitet der Mann im Maschinenraum nicht? Lassen Sie sich nicht täuschen. Magnus ist einer meiner besten Schweißer. Er ist nur manchmal etwas schwierig, wenn er alleine arbeitet. Leider hatte sein Kollege heute Nachtschicht und macht gerade Feierabend in der Kantine. Ja. Der Schweißer arbeitet also ungern alleine? Mir ist das manchmal auch ein Rätsel. Warum fragen Sie nicht seinen Kollegen in der Kantine? Vielleicht kennt er das Geheimnis. Werden wir machen. Es ist ein Anschlag auf die Bohrinsel geplant und einer der Arbeiter soll ihn ausführen. Wo haben Sie das denn her? Ich war gerade am Heliport, als ich zufällig ein Gespräch mitbekommen habe. Ein kleiner Kerl mit Glatze gab einem Arbeiter die Anweisung. Einen Moment. Ich denke gerade nach. Trug dieser Arbeiter eine Augenklappe? Ich weiß es nicht. Aha. Sie haben sich die Geschichte bloß ausgedacht. Sie wollen, dass ich die Bohrinsel evakuieren lasse und Sie dann den Laden übernehmen? Nein, das stimmt doch gar nicht. Das war ja klar, dass das... Ich mach doch nur Spaß. Sie müssen mir schon Beweise bringen, bevor ich Ihre Geschichte glaube. Das werden wir schon kriegen. Bitte, ich muss wissen, wo der Verdächtige gerade arbeitet. Sie wissen doch noch nicht einmal, um wen es sich handelt. Bringen Sie mir erst Beweise, dann helfe ich Ihnen. Ich komme später wieder. Tun sich keinen Zwang an, ich werde hier sein. Okay, in die Kantine ist also. Dann sollten wir da mal hingehen. Kann man nichts mehr machen? Na dann zurück. Hier ist direkt die Kantine. Oh, hier ist eine Jacke. Ich kann einen Schlüsselbund in der Tasche erkennen. Hey, weg von meiner Jacke! Entschuldigung. Jemand hat ein Stück Stoff mit einem Namen angenäht. Apollo Langlo.
Ja, klingt nach einem Namen. Ist bestimmt sein. Er sieht müde aus. Es kommt vor. Hallo. Hi. Ich suche einen kleinen Mann mit Glatze. Kennst du ihn vielleicht? Gehört er zu den Anzugträgern? Ich glaube schon. Dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Du hast mit den Investoren also nichts zu tun gehabt? Auch nicht mit ihnen geredet oder so? Über was denn? Über das Wetter? Schlimm genug, dass diese Bonzen über unsere Arbeitsplätze entscheiden. Da mache ich doch nicht auf Happy People und schmeiß mich denen an den Hals. Die sollen uns das Geld geben und abhauen. Okay. Mehr wollte ich auch nicht wissen. Kennst du den Schweißer im Maschinenraum? Magnus? Klar. Er ist zwar ein Weicher, er kann aber arbeiten wie eine Maschine. Wirklich? Ich weiß, die anderen beschweren sich auch immer. Mit Magnus kannst du nicht arbeiten, der ist ein verdammter Freak. Ich kann nur sagen, wenn ich mit ihm Schicht mache, dann läuft der Karren. Da kannst du ihm Dynamit in die Ohren stecken, er würde sich nicht ablenken lassen. Und woran liegt das? Ich weiß halt, wie man Stimmung macht. Ja. Musst du heute nicht arbeiten? Ich habe schon die ganze Nacht geschuftet. Genug ist genug. Bleib nur zu hoffen, dass nicht irgend so ein Einstein auf die Idee kommt, mir seine Schicht aufzudrücken. Der würde heute den Morgen nicht mehr erleben. Ich sag ihn, wenn ich wütend werde, dann vergesse ich alles. Ist das eine Drohung? Nein, ein physikalisches Gesetz. Wie bringst du den Schweißer zum Arbeiten? Ich lasse ihn nicht grübeln, sondern sorge für Stimmung. Machst du blöde Männerwitze? Das auch. Außerdem habe ich einen ganzen Spind voll mit Stimmungsmachern. Da ist sogar für Magnus was dabei. Ja. Der Kleine muss also ermutigt werden. Großartiger Arbeiter. Lässt du mich an deinen Spind? Lady, was ich in meinem Spind habe, geht niemandem was an. Da können sie betteln, so viel sie wollen. Bis dann. Ciao. Okay. Wir müssen irgendwie die Spindschlüssel klauen. Hey, weg von meiner Jacke! Okay, wir müssen irgendwie ablenken und dann schließen. Entschuldigung. Puh, tja. Können wir den Koch irgendwie reizen und den irgendwie so dazu bringen? Was gibt's? Zu. Bis dann. Ja. Ja. Hallo. Hi. Bis dann. Ciao. Nein. Ich komme nicht. Nee. Tja, das bringt also nix. Was nun? Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie in die Jacke ran, aber wie kommen wir da ran? Ich hätte können wir nochmal den Schweißer reden. Darf ich noch was fragen? Was denn? Und wann hast du wieder Lust zu arbeiten? Was heißt hier wann? Das kann man doch nicht einfach so planen oder zwingen. Man muss warten, bis das Umfeld stimmt, das Klima, der kreative Geist im Raum. Und woher soll der kommen? Aha, nicht, dass wir das Klima schaffen. Frohes Schaffen noch. Ja, alles zu seiner Zeit. Hallo? Er hört mich nicht. Schau mal hier. Ich glaube, noch desinteressierter kann man gar nicht gucken. Wir brauchen irgendwie Clownsspielzeug und so weiter, was wir hier nehmen. Schau mal hier. Geben müssen. Das haben wir zwar schon gemacht, aber. In der Kammer schwimmt etwas. Ich kann aber nicht genau erkennen, was. Vielleicht können wir hier irgendwie. Ich streiche Eirik Harkonnen durch und schreibe Apollo Langlo darüber. Bin ja gespannt, ob das funktioniert. Okay. Ach so, ja, und jetzt haben wir doch hier die Funkstation, sondern hier das Büro, wo
meinen Fax zu schicken kann. Und zwar hier. Können wir. Das präparierte Fax ins Gerät geschoben, die Taste für das Funkhaus gedrückt und tada! Apollo Langlo, bitte in die Lagerhalle. Ich wiederhole, Apollo Langlo, bitte sofort in die Lagerhalle. Ich glaube, ich habe jetzt, was ich wollte. Die Lagerhalle. Und das gestern ist wieder so. Kann man nicht nochmal mitnehmen. Das ist Apollo Langlo, hübscher Name. Ist jetzt nicht mehr hier, oder? Nö, der ist verschwunden, der ist in der Lagerhalle. Hat seine Jacke da gelassen. Da sind nur diese Schlüssel. Ich nehme sie mal mit. Sehr schön, jetzt können wir. So können wir bestimmt in den Spind rein. Das Spielzeug findet keine Arbeit, aber mit rausnehmen. Bloß welcher Spind ist seiner? Wie steht's da drauf? Ein weiterer Schlüssel für viel fortschrittlicher als unsere Schlüsselkarten in der Zukunft. Spind 1 vielleicht? Oha. Die Rückwand ist mit Fotos tapeziert. Fotos, die ich mir nicht näher ansehen möchte. Nur diese Kassette sieht interessant aus. Substrate Spind 1 war. Die Rückwand ist Fotos, nur diese Kassette. Können wir die Kassette nehmen? Ah, Tape. Okay, können wir noch die anderen. Passt nicht. Ist schon offen. Als ob das wirklich das erste war. Tja. Gut, so ein anderes Mini-Video. Man soll also lustigere Musik haben. Hilft dir das vielleicht beim Arbeiten? Schieb die Kassette gleich in den Blaster. Eureka, das ist es. Yeah. Ah ja. Hallo? Wer hört mich nicht? Funky Musik. In der Kammer schwimmen? Ich kann aber nicht. So nu. Tja. Was hat das jetzt gebracht? Jetzt arbeitet er wieder. Ich bin's wieder. Ich seh's. Bitte, ich... Sie wissen doch, bringen Sie mir... Ich komme spät. Tun Sie sich gar... Tja. Und nun? Zu, aber ich will da auch gar nicht wieder rein. Ja. Was denn jetzt? Ich bin's wieder. Hey, Faye. Bis später. Jojo. Was hat uns das jetzt gebracht?
Verbrechen, ja. Können wir hier irgendwo lang? Die neue Musik scheint ihm viel besser zu gefallen. Das haben wir schon zigmal geguckt. Ach nee. Keine Ahnung. Vielleicht können wir dem Vorarbeiter mal das Taschentuch zeigen. Ich glaube, der glatzköpfige Mann heißt Kellerman. Tut mir leid. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ja. Ich muss ihn irgendwie von meinem Verdacht überzeugen, aber nicht hiermit. Ich muss ihn irgend... aber nicht... Ich glaube, der... Tut mir leid. Ja. Vielleicht gehen die Schlüsse noch. Spitze 3 oder 4? Passt nicht. Passt nicht. Dachte ich mir. Ja. Und was? Ja, scheinbar nicht. Ist auch nichts mehr. Können wir vielleicht was mit der Jacke noch machen? Jemand hat ein Stück Apollo. Eine Jacke. Ja. Jetzt zurück. Was soll man hier machen? Das bringt doch anders nichts. Ja. Schlafen können wir jetzt wahrscheinlich nicht. Da könnte man ganze 5 Face drin stapeln. Tja. Wollen wir auch schon zigmal. Können wir auch nicht mehr weiter. Ja? Der bringt uns auch nichts. Ich muss los. Bis dann. Tja. Ich bin planlos. Was haben wir noch nicht gemacht? Der Typ ist jetzt weg. Aber dafür ist die Tür jetzt verschlossen.
Es soll wohl nicht sein. Ja, in der Kantine kommen wir auch nicht weiter. Das bringt uns auch nicht voran. Eine Jacke. Ohne Schlüssel. Können wir die Schlüssel wieder reinstecken? Nach dem ganzen Aufwand bleiben die Schlüssel erstmal bei mir. Das macht Sinn. Aber was denn wieder? Wieder hier. Wieder dort. Was soll das Ganze hier bringen? Ich bin's wieder. Ich seh's. Bitte, ich muss wissen, wo der Verdächtige gerade arbeitet. Sie wissen doch noch nicht einmal, um wen es sich handelt. Bringen Sie mir erst Beweise, dann helfe ich Ihnen. Tja. Beweise. Ich komme später wieder. Tun sich ganz. Beweise. Okay, Menü verpackt. Sehr schön. Ist das nicht ein Menü? Ist das nicht ein. Hoffentlich braucht. Ist das nicht ein Beweis für den? Könnte das nicht helfen? Ich weiß nicht. Ah, okay, jetzt können wir endlich dahin. Der Filter wird durch ein Stück Stoff blockiert. Ich kann sie nicht öffnen, solange Wasser durchläuft. Aha, Ventil. Endlich können wir was tun. Ah, so geht's weiter. Filter kann man öffnen. Stoff fetzen. Sieht nach dem Ärmel einer Arbeitsuniform aus. Hier stehen zwei Initialen, M und S. Na, da weiß der Vorarbeiter bestimmt mehr. Ich dachte, mehr. Als stattdessen muss ich mich Tag ein, Tag aus mit toten Maschinen herumschlagen. Ich dachte, stattdessen. So, ich hätte hier was. Ich habe diesen abgerissenen Ärmel gefunden. Ich sehe es. Und? Der Verdächtige hat etwas von einem Unfall erzählt. Eine Maschine hätte ihm fast den Arm abgerissen. Und weiter? Reicht das denn noch nicht? Jemand will die Algenforschung vernichten und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Ah. Also daher weht der Wind. Aber das sag ich doch schon die ganze Zeit. Sie haben nie die Algenforschung erwähnt. Das wirft ein ganz neues Licht auf den Fall. Ich kombiniere. Ein fieser Energiemogul hat es mit der Angst zu tun bekommen. Die Svensche Wunderalge drängt auf den Markt und droht weltweit alle Kraftwerke überflüssig zu machen. Um das zu verhindern, kauft er einen meiner Mitarbeiter, lässt ihn eine Bombe legen und schickt damit die gesamte Algenforschung über den Jordan. Oh, na endlich hast du es verstanden. Ach, kommen Sie. Sie meint das doch nicht wirklich ernst, oder? Die Alge mag ja ganz nett sein. Aber sie ist meilenweit davon entfernt, irgendjemanden zu überzeugen. Sie hat die Investoren überzeugt. Weil Ben Svensson die Präsentation manipuliert hat. Er hat was?